aus der Kerbin-Umlaufbahn. Das sieht nämlich sehr schön aus. Ja. So. Wop, 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 wop. 13 Minuten. Und wenn wir dann, also der Kannibale und wir die Kerbin-Umlaufbahn verlassen haben, dann schauen wir weiter. 5 Minuten, 4 Minuten, 3 Minuten, 2, 1, 40 Sekunden, 30. So, ist okay. Wir müssen nämlich noch SAS ausmachen und überhaupt auf Kurs gehen. 15 Sekunden, 10 Sekunden gegensteuern. SAS an und schub. Schub, 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 schub. So, und wir sind jetzt schon dreimal so schnell wie die. Das heißt, wir werden definitiv vor ihnen rauskommen. Was gar nicht so gut ist, fällt mir auf. Deswegen sollten wir vielleicht noch ein, zwei Runden erstmal drehen. Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Also, wir erhöhen das jetzt sehr weit, aber nicht so weit, dass wir rausfliegen. Dann drehen wir ein paar Runden, bis wir sehen, dass die kurz davor sind, auch rauszufliegen. Und dann machen wir auch den Sprung. Ja, das klingt gut. So. Wird größer, wird größer, wird größer. Ist jetzt schon bei 1 Million. Ich werde da richtig viele Kreise drehen müssen, denke ich. Weil mit 800 Meter Sekunde bis da ganz hinten hinzufliegen. Oh, mal gucken. SAS aus, wir wollen schön auf da bleiben. So, SAS an. 2 Millionen. Vielleicht sollten wir auch vor dem Mond bleiben. Damit wir nicht aus Versehen immer wieder eingefangen werden. Ja. So, 4,5 Millionen. 5 Millionen. So. Warp auf ganz hoch. Na, es geht nicht höher. Ach du gute Güte, die fliegen in die vollkommen andere Richtung. Das ist jetzt absolut nicht schön. Also erstmal muss der Wegpunkt weg. So, die Jungs fliegen nach da. Was sagt Treibstoff? Treibstoff ist gut. Manöver. So, wir fliegen die Jungs jetzt doch dahin hinterher. Was ein bisschen was kostet, aber ist okay. Mann, 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 Kannibale. Was du da immer anstellst. So. SAS aus. So. Oh, oh, oh. Gegensteuern, komm schon. Also wir sind schon drüber weg, aber es ist nicht ganz so viel Relevanz da, wann wir den Bronn machen. So, schub. Periapsis steigt. SAS an. Brenn, brenn, brenn. So, wir sind bei 736 Meter die Sekunde. Du steigst langsam. Bald wird das hier die Periapsis sein. Treibstoff wird langsam weniger. So wirklich viele Chancen zu dem Ganzen haben wir nicht. 2 Millionen. Wechsel kommt jetzt von Periapsis zu Apoapsis da hinten. Das könnte hinhauen. Achso, diesen Wegpunkt können wir wegmachen. So. Oh, das war der Mond. Wir wollen nicht zum Mond. Wollen die Kurve noch mal verlassen.
Und zwar fast genau da, wo die es auch tun. Oh, das sieht doch. Ist ein bisschen höher. Ein bisschen sehr höher. Können wir das ändern? Manöver würden das Ganze gerne kippen. Zwar nicht nach oben, sondern nach unten. Nee, so klappt das nicht. Los mit denen. Geht's nur rechts und links. Warum klappt das hiermit nicht? Aber es klappt und man sieht es nicht gut genug. Na gut, soll mir jetzt reichen? Warp, 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 warp. Stopp, du musst weg. Warp, 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 warp. So, die sind draußen. Da sind sie. Wo sind wir? Wir sind hier. Ihr habt eine sehr interessante Umlaufbahn, Jungs. Da ist der Kannibale. Wie weit seid ihr weg? Bloß 200 Millionen Meter. Das ist immer noch eine Menge. Wo ist der nächste Punkt? Intersect. Hier wäre ein Intersect und der Abstand wäre 15 Millionen Kilometer. Die sind wesentlich langsamer als wir. Das müsste ich ändern. Also müsste ich hier jetzt unsere SAS aus. Oder erstmal Warp runter. SAS aus. Wir müssen hier unsere Apoapsis höher bekommen. SAS. Oder wir fliegen einfach zum Ziel. Abspeichern. Oh, Gegensteuern. So, SAS aus. So. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Naja, gehen wir lieber auf das, was wir wissen, und erhöhen erstmal unsere Umlaufbahn. So. So. SAS an. Schub. So. 14 Millionen. 13 Millionen. Treibstoff. Hier. 12 Millionen. Das sieht doch schon mal sehr viel besser aus. 11,5 Millionen. Wir brennen ja auch eigentlich fast genau in deren Richtung, aber halt nur fast genau. 10 Millionen. Hälfte des Treibstoffs gleich. Aber wir brauchen auch fast gar keinen Treibstoff mehr, um zurückzukommen. Das passt. Wir brauchen vielleicht noch... Ja, okay, wir haben doch gesehen, letztes Mal kann es schon schwierig werden. Also 300 rum müssten reichen. So, wir sind bei 6 Millionen Abstand. 5 Millionen. 4 Millionen. Da hinten ist jetzt noch einer. 3 Millionen. 2. Schub runter. Das wird jetzt feinste Arbeit. Jo, wird mehr. Okay. Besser wird das nichts. Vorerst. Also, wir switchen mal ganz kurz zu unserem Kannibalen. Das ist nicht unser Kannibale. Ist unser Kannibale hier irgendwo in der Nähe? Wahrscheinlich nicht. Wir haben jetzt nicht ernsthaft den Kannibalen verloren, oder? Ist ja ein bisschen albern. EVAs. Da. Kabal. Switch to. Hey.
Also er bewegt sich. Er sah gerade kurzfristig so tot aus. So, und du nicht Time Warp. Du hättest jetzt gerne die Karte und hättest gerne das Ding da hinten als nicht Manöver hinzufügen. Du sollst das Ziel da als Ziel nehmen. Was zur Hölle? Warum kannst du... Du bist da. Da irgendwo ist das Ding. Also wenn du Duna siehst, ist es schräg rechts von Duna. Kannst Duna von hier aus nicht sehen. Das finde ich komisch, dass wir jetzt nicht das Ding da hinten, den Rescue 1, als Ziel nehmen können. Wenn wir im Dingens sind. Vielleicht geht es ja andersrum. Vielleicht können wir ja... doch, da. Set as Target. M. Target. Target. Wow. Ich finde das Target nicht. Da müsste das Target sein. Ist es aber nicht. Da ist der nächste Punkt. 666,9 Kilometer. Ja, okay. Warp. Da irgendwo. Da oben ist die Risky Rescue 1.3. So, hier ist gleich unser Kannibale möglichst nah dran im anderen Schiff. Das da sein müsste. In Flugrichtung quasi. Da ist die Sonne. Müsste es irgendwo da hinten sein. Komm schon, Jungs. Mach die Taschenlampen an. Switch to. Mir geht's ja andersrum besser. So, du suchst jetzt den Kannibalen. Der hier auch irgendwo rumgeistern müsste. Da. Set as Target. M. Wo ist Target? Da. Jo, wird nicht aufgeführt. Ja, der hat gar keinen Treibstoff mehr. Na gut, ihr Jungs seid aber eh erstmal egal. Wir wechseln zurück auf den da. Switch to. Karte. Raus, 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 raus. Kabal, Kerman, set as target. So, da ist ein Intersection-Punkt und die Umlaufbahnen sehen nicht wirklich toll aus. Wirklich, wirklich nicht toll aus. Die sind völlig verzogen. Warte mal. Wenn wir da das Ding anpacken, nicht nach da drehen, sondern nach da drehen. Müsste das besser hinhauen. Jo. Und dann noch ein kleines bisschen kippen. Ne, andere Richtung. So. Das sieht doch schick aus. Wie viel kostet das? 377. Boah. Da müssten wir mal einmal ganz viel rumhuschen. Na gut, hilft nichts. Huschen wir einmal rum. Aber ja, das ist jetzt eine ganze Menge Feinmechanik. Ich hätte nicht gedacht, dass es überhaupt geht. Aber es musste ja gehen. Also er fliegt jetzt raus und er fliegt jetzt ewig um die Sonne. Und wir versuchen jetzt irgendwie, ihn von hier einzufangen. Das heißt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis er nach Hause kommt. Und er scheint ja eh unsterblich zu sein, da er kein Essen braucht, kein Trinken und keinen Sauerstoff mehr. Und ein Unsterblicher hat alle Geduld der Welt. Außer er wird langsam wahnsinnig, weil er Jahrtausende allein im Alsch wird. Und ich melde mich dann wieder, wenn wir etwas Interessantes Neues machen oder wenn wir kurz davor sind, ihn einzufangen. Also bis denn.